Wie wollen die ein Wirtschaftswunder in Deutschland erzeugen, aus dem heraus die Klimaziele finanzieren können? Gesundheitsreform. Stellen Sie sich vor, da wäre jetzt Ihr Hausarzt. Der würde mir und Ihnen spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, entertainmentmäßige Sportveranstaltungen, eigenen Gesundheitssportverein anbieten. Er würde alles kostenlos, alles, weil Sie ja Beitrag zahlen, ne? Und er würde kostenlose Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten machen und so weiter und würde alles tun, um Ihnen zu helfen, so gesund zu leben, dass Sie 127 Jahre alt werden und das kerngesund und topfit. Dann kriegt er nämlich am meisten Geld. Er kriegt nämlich für jeden gesunden Monat dann von der Krankenversicherung Geld ausgeschüttet und so weiter. Und kümmert sich aber natürlich auch rührend um die chronisch Kranken, denn jeder kriegt entweder eine bestimmte Zahl von chronisch Kranken, die er betreuen muss, weil da gibt es dann, oder wir machen sogar ein anderes System, dass es bei den chronisch Kranken sogar mehr Geld verdient werden kann, denn die haben ja so eine Kostenerwartung. Und wenn ich es schaffe, mit Prävention so ein bisschen die chronische Krankheit zu mildern, dann kriege ich schon aus der Diskrepanz schon richtig viel Geld ausgeschüttet, ja, und so weiter. Was halten Sie von diesem Grundansatz der Gesundheitsreform? Übrigens bringt diese dann pro Jahr 70 Milliarden, sagt der Arzt und Präsident des Allgemeinen Patientenverbands. Der sagt, 70 Milliarden kriegen wir locker da raus. Und dann hätten wir schon mal 60 Milliarden, die wir dann rüber ins Klima tun können. Weil wir müssen natürlich einige entschädigen. Die Pharmaindustrie wird gewisse Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen. Und damit müssen wir, denen müssen wir helfen, dass die über diese Klippe hinwegkommen, ohne Schwierigkeiten zu kriegen. Was halten Sie von dem Grundplan mit, das ist eine von 20 Reformen, das ist der erste Aspekt eines Wirtschaftswunders, aus dem heraus wir uns die Klimaziele finanzieren können? Ja, also ich finde, das hört sich ein bisschen utopisch an, das Ganze. Und die Menschen sind ja eigentlich nicht so, dass sie irgendwas ohne Geld machen. Es muss ja alles immer Geld dabei rauskommen. Im Prinzip geht es ja immer nur um Macht und Geld. Und ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, dass irgendjemand auf was verzichtet. Das sieht man ja allein schon, wie Sie schon sagen, in der Pharmaindustrie. Wenn ich da Globulis zum Beispiel von meinem Arzt bekomme, werden die, die nichts kosten und mir trotzdem helfen, nicht bezahlt. Und die ist einfach nur, ja, weil die Pharmaindustrie ihre Medikamente loswerden will. Deswegen läuft die Sturm dagegen, ja, das ist ganz klar. Aber wir waren uns schon, Sie haben schon verstanden, dass der Arzt natürlich gut honoriert wird für seine Präventionsergebnisse. Das heißt, jeden Monat, den ich nicht krank werde, kriegt er eine Prämie ausgeschüttet, sodass er im Prinzip von Gesundheitsförderung dann lebt, hauptsächlich, ja. Das war klar. Aber Sie haben vollkommen recht, die Pharmaindustrie, die ja quasi alles tut, um maximalen Profit auf ihre Produkte zu lenken, die müssen wir teilweise, aber wir müssen uns klar sein, das Problem sind nicht die Aufsichtsratsvorsitzenden, sondern die Aktionäre. Die Aktionäre prügeln ja und sagen, Aufsichtsratsvorsitzender, du wirst sofort von uns entlassen, wenn du nicht Geld machst, Shareholder Value. Und wenn die Aktionäre, wenn wir den Aktionären über diesen Wandel helfen, indem wir sagen, wir stabilisieren deren Dividenden, wir lassen sie also nicht in ein Tal fallen, dann sagen die, ja, ich will ja eigentlich auch in einer gesünderen Gesellschaft leben, in einem Gesamtwirtschaftswunder. Und wenn meine Dividenden nicht abstürzen, ja, dann so what? Das ist der Weg der Professoren. Ja, ja, aber wie gesagt, ich stelle die Umsetzung schon schwierig vor. Also, es hört sich gut an und wenn es so machbar wäre, ist es eine gute Sache, würde ich sagen. Jetzt sage ich Ihnen mal die praktische Umsetzung. Stellen Sie sich vor, Greta Thunberg stände jetzt hier. Wir hätten ein Medienaufgebot mit Kameras. Das sind nur ein paar Journalisten, aber wir hätten ungefähr 20 Journalisten, 30. Und Greta Thunberg würde sagen, die neue Epoche beginnt. Wir diskutieren jetzt kontrovers, weil wir es ja nicht abschließend beurteilen können, den Wirtschaftswunder, Klima-Wirtschaftswunderplan der zweiten Scientists for Future. Und dann gucken wir mal, ob die Öffentlichkeit zu dem Schluss kommt, dass das ein vernünftiger Plan ist und ob wir das schaffen, auch ohne dass die Pharmaindustrie rebellisch wird. Ja? Ob wir solch eine Transformation, grundlegende, revolutionäre Reform in Deutschland hinkriegen, die uns allen mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität und Lebensfreude und mehr Frieden auf der Welt sichern soll. Das wäre der Ansatz. Und wenn Sie sich das jetzt vorstellen, das Szenario, das hat doch eine Chance, oder? Ja, das hört sich gut an. Also das wäre nicht also von der Hand zu weisen.
Ja. Also eigentlich fehlt jetzt nur noch, dass die Greta Thunberg und Luisa Neubauer und wie sie alle heißen, sagen, wir träumen jetzt mal nicht mehr so sehr von einer Revolution in Deutschland, sondern wir sagen, wir gehen mal diesen pragmatischen Weg und diskutieren doch einfach mal darüber, über einen pragmatischen Weg. Ja? Das ist der, eigentlich der einzige Punkt, an dem es hängt. Ja, eigentlich ja. Ne? Also